Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge von Notruf Hamburg. Heute, wie ihr seht, habe ich mich mal für den Audi A6 entschieden. Und wir sind natürlich mal wieder als Zivilpolizei unterwegs und da sehe ich auch schon direkt, dass der Juwelier ausgeraubt wird. Deshalb fahren wir da mal ganz, ganz schnell hin. Mit Blaulicht würde ich sagen. Und warum blockierst du jetzt hier den Weg? Alles klar. Blaulicht mache ich aus, damit wir schön unerkannt bleiben, so wie immer. Der ist gerade ins Auto eingestiegen. Der ist gerade ins Auto rein. Ich probiere mal ein bisschen hier zu bloggen. Oder ich verfolge ihn einfach, was ich vielleicht optimalerweise tun sollte. Wir machen mal ein bisschen Druck hier mit dem Blaulicht. Ist schon wieder der Juwelier ausgeraubt. Ich glaube es ja nicht. Juwelier hier schon wieder. So, ich denke mal, das wäre der hier vor uns, der hier gerade fährt. Deswegen, ich mal jetzt probiere, den hier zu schnappen. Ich fahre noch ein bisschen zu schnell. Jetzt sollte das gut sein. Plus minus Toleranz. Komm, bitte geht's hier einfach rein und überfall den Laden. Ja, sehr gut. Kurz Polizeiuniform ausziehen. Jetzt renne ich hier schnell rein. Taser. Oh nein, er hat mich gesehen, er hat mich erkannt, er hat mich erkannt, er hat mich erkannt. Das war ein Scheiß, das war nicht so gut. Wir haben ihn, sehr gut. So, kommst du direkt mal mit uns. Mit dem wunderbaren Audi A6. Schön vorbildlich rechts reinblinken. Please. Herr Kollege, tut mir leid, ne? Aber das ist mein Job. Und Ehre ist falsch geschrieben. So. Und ab in den Knast. 40 XP kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Würde ich mal sagen. Willst du rein? Nee. Kurzer Kennzeichenabgleich, würde ich sagen. Hat eine 31. Kurz mal gucken. 31. Doch, ich glaube, das ist er. Ich glaube, er ist stuck. Ja, haben ihn. Wunderbar. Schon direkt die zweite Festnahme hier heute. Der ist anscheinend gerade gelieft. Gut. So geht's natürlich auch. Weniger Arbeit. Also soweit ist eigentlich alles gerade relativ ruhig. Was mir sehr komisch vorkommt. Da hinten ist nur Polizei. Hier ein paar Leute am Juwelier. Der hat auch eine Knarre dabei. Würde ich sagen, wir gehen also in den Taser rein. Aber nehmen uns erstmal definitiv den, der die Knarre hat. Mal gucken. Der ist dort hinten. Und rein hier. Okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, jetzt schnell festnehmen. Wunderbar. Aber ey, immerhin, ich habe dann würde ich auch mal demnächst unser Dienstauto wechseln. Weil ich glaube, der Wagen hier fällt dann schon ganz schön auf. Dann denke ich mal, sollten wir vielleicht wieder den Q5 nehmen. Genau den hier, der da gerade ist. Okay, kurz mal die hier abchecken. Nee. Gucken, seid ihr kriminell? Nee. Wie es ausschaut, nicht, nee. Ab in den Knast mit dir. Nehmen wir dich mal hier direkt mit, Biggie. Okay, 30 XP. Das ist jetzt gar nicht so viel. Hätte ich jetzt erwartet, dass da deutlich mehr rauskommt. Ich meine, dafür, dass er eine Knarre bei hatte. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir wechseln jetzt mal unser Auto. Und dafür fahren wir mal schnell zur Polizeiwache. Obwohl, wenn ich mir recht überlege, das ist gerade ein Officer down. Und ich denke mal, da bin ich doch lieber ganz kurz hier am Werk. Denke ich mal, ja, guck mal hier. Wir brauchen Waffen, schreibt der eine. Ich tu mal ganz kurz so, als würde ich dazugehören. Ja, genau das meine ich. Schade. Und unser Auto ist auch stuck. Nee, ne? Ich probiere den hier mal ein bisschen raufzuschieben.
Ein bisschen mehr nach hier vielleicht schieben. Ne, geht einfach nicht. Leute, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ach, nee, ne. Leute. Kann mich jemand abholen? Abholen. Auto ist stuck. Ich hol dir gleich mal jemand ab. Währenddessen können wir nochmal schnell die paar Sachen hier konfiszieren, die hier gerade drin sind. Konfiszieren. Wunderbar. Haben wir noch schnell ein paar Konfiszierungs-XP bekommen. So, glücklicherweise ist hier mein wunderbarer Fahrer. Ich habe im Ernst irgendwie 10 Minuten oder so gewartet, bis erstmal, warte, ja. Ja, also ich habe ewig lang gewartet, bis erstmal hier so ein, bis der erstmal kam, weil der hatte noch kurz einen Auftrag, aber ey, solange ich gefahren werde, tausend Danke. Danke dir. Das ist echt geil, ey. Huh. Würde ich sagen, wir nehmen uns den Wagen hier und machen unsere wunderbare Schicht mal weiter. Was macht er? Will er mitkommen oder was? Die NATO ist doch kriminell, ich bezweifle es. Ja, ist er nicht? Ach, Junge, endlich! Die Ares wird gerade ausgeraubt. Fahren wir mal ganz, ganz schnell hin. Zur Ares-Tankstelle. Okay, vergiss es, die Gas and Go ist deutlich näher dran. Deswegen fahren wir zur Gas and Go. Sag ich euch ehrlich. Kann ich jetzt probieren festzunehmen? Nee, schnell den Festnehmen-Button. Nein, 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 nein. Ah, okay, vergiss es. Wie ist der Name? Ja, der ist kriminell. Der ist kriminell, das ist Krimi, der ist Krimi. Ich stelle ihn mal ganz, ganz schnell vor den. Verfolgt ihn jetzt. Mit meinen Handschellen. Er rennt weg, er rennt weg, er rennt weg. Ich bleib hinten dran und wir haben ihn sehr gut in mein Auto. Kommst du direkt rein. Okay, bringen wir den mal ganz, ganz schnell hier rein. Perfekt. 50 XP, okay, das ist schon mal ordentlich. Glaube zumindest. Guck mal. Ich hatte meine Uniform an. Ich bin hier ganz, ganz safe. Okay, der ist kriminell. Schnell festnehmen. Und hab ihn. Hätte ich aber noch ohne den Taser bekommen. Junge, direkt hier mit einer Knarre. Direkt hier mitnehmen. Gucken. Hacker 827. Da, ja, perfekt. Kriminell. Instant wieder festnehmen. Perfekt. Siehste. Haben wir doch hier schon direkt schöne zwei Leute mehr. Dann erstmal die Person, die am längsten gewartet hat. So, rin in den Knast. 30 XP. Und du kommst auch direkt in den Knast rein. Kommen wir hier direkt mit. Und nochmal 50 XP. Cool, jetzt haben wir 299 XP. Das ist doch bis jetzt, würde ich schon mal sagen, eine sehr erfolgreiche Schicht, die wir hier haben. Ich muss mal abbremsen hier. Ich tue mal so, als wäre ich so ein ganz, ganz alles klar. Was geht jetzt gerade hier ab? Interessant, interessant. Aha. Ach du Scheiße, die haben eine Bombe, die haben eine Scheißbombe. Ach du Kacke. Ach du heiliges Stück. Das sind die Typen. Einen habe ich auf jeden Fall. Einen habe ich schon mal runtergeschossen. Sehr, sehr gut. Aber einer von uns ist auch tot. Was nicht so besonders gut ist. Jetzt habe ich halt nur noch meine Glock. Das heißt, ich muss ja irgendwie probieren, flach zu legen mit der Glock. Okay, ein. Tu mal einen Hit. Aber der würde jetzt probieren, seine Kollegen hier zu verteidigen. Medikit ist schon direkt da. Ich werde dich direkt begleiten, Junge. Du kommst direkt mit mir. Oh, nein. Scheiße, wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Wir werden. Von wo? Von wo kommen gerade die ganzen Schüsse? Nein. Okay, schnell festnehmen. Okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn.
Oh nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, sehr schön. Er wurde getasert und jawohl, sehr gut. Perfekt. Schön, alle beide bekommen. Das war nochmal ein extrem krasser Schusswechsel, würde ich sagen. Boom. 50 XP. Schön, die Nummer bekommen. Ja, alles klar. Okay. Nein, 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 nein. Okay. Oh, Junge. Ich wurde gerade fast gehittet. Okay. Wir müssen die Glock nehmen. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell die Glock zum Einsatz nehmen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich sogar noch die MP5 zu refillen. Ganz, ganz schnell machen. Jetzt muss ich ganz, ganz schnell machen. Okay, sehr gut, habe ich. Ganz schnell jetzt die MP5. Ich meine, die MG36, tut mir leid. Ich habe halt fast 0 HP mehr, ne? Ich habe wirklich fast gar kein AP mehr. Ich gehe mal hier ganz, ganz schnell wieder rein. Okay, alles klar, schnell wieder rein. Nein! Wo? Hä? Von wo? Ey, das gibt es doch nicht. Ja, ich würde sagen, die bekommen auf jeden Fall schon mal einen Haufen XP, ey, hier. Junge, kann man sich hier schon fast als Teaming vorstellen zwischen denen und den anderen. Ich denke mal, die campen hier irgendwo im Raum drinnen? Nein. Okay, könnte sein, dass sie noch auf dem Hinterhof chillen und einfach nur warten, bis irgendjemand rauskommt. Ne, hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Dann renne ich mal schnell raus. Junge, einfach auf der Map, ey. So insane viele Tote, ey. Das gibt es doch nicht. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, falls ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Haut rein und ciao, ciao.